Natürlich ist die verkaufte Braut die tschechische Nationaloper schlechthin. In Tschechien ist man auch sehr stolz auf das Werk und erwartet dementsprechend auch eine klassische Umsetzung bei den Aufführungen. Unsere Herangehensweise hier in Deutschland ist daher sehr viel experimenteller. Wir können uns auf den Inhalt konzentrieren und müssen uns keine Gedanken um die Erwartungshaltung machen. Wir entwickeln unsere Inszenierungsideen zwar immer gemeinsam, aber Lukas konzentriert sich in erster Linie auf den Text und auf die Musik, während ich mich um die Bühnenaktionen und die Choreografie kümmere. Und wenn man dann so richtig da drin steckt, dann braucht man auch jemanden, mit dem man sich austauschen kann und der einen von Zeit zu Zeit auch mal bremst, wenn die eigenen Ideen allzu verrückt sind. Ein Heiratsvermittler war damals eigentlich im Dorf ein Mann, der einfach gesorgt hat, dass die Familien sich untereinander, die Töchter und die Söhne sich gefunden haben. Aber noch wichtiger, dass die richtigen Partien, sprich auch die finanziellen Belangen und die sozialen Belangen einfach gedient wurden und dass einfach eine gute Heirat entstanden ist. Also nicht so sehr die Liebe willen, sondern tatsächlich mehr das Geldes willen. Das ist kein Chefstück, aber große Herausforderung auch für mich, für Orchester, weil mein Ziel ist, dieser Klang wie eine schöne, leichte Mozart-Oper zu haben. Das ist wirklich der schwerste Punkt für uns. That means that we wanted to focus on this girl. She wanted to get married, but at certain point she started to. Wir haben uns in dieser Inszenierung sehr stark auf Marie fokussiert, auf ihre Wünsche und Träume. Als Braut möchte sie jetzt natürlich wie eine Prinzessin wirken. Doch alles um sie herum verändert sich auf merkwürdige Weise. Ihre Eltern, die Dorfgemeinschaft und selbst Hans, ihr Freund, steht ihr nicht wirklich mehr zur Seite. Es ist, als entstünde hier eine Art Albtraum.